Dann nimm dein Messer. Mit dem Messer geht es besser. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 4. Ja, wir haben beim letzten Mal Schwester Sirena reingelegt und jetzt müssen wir hier irgendwie scheinbar noch die gesamte Röstienbäckerei sabotieren und wahrscheinlich hier eben über diese. Eine Luke verschließt die Rutsche, in die Zutaten reinkommen. Über diese Luke eben. Okay, kann ich die öffnen? Die Luke namens Skywalker. Ich kann einen Blick in den Mischer werfen. Große Schaufeln drehen sich und mischen eine frische Ladung Teig. Die Rutsche, mit der die Knetmaschine gefüllt wird, ist offen. Oh oh. Also es kann jetzt die Salami sein. Es kann aber auch sein, dass das schimmelige Brot da rein soll. Ich probiere es mit dem Brot. Das wäre keine so gute Idee. Ich probiere es mit der Salami. Das mache ich nicht. Ich probiere es mit der Salamischeibe. Das klappt doch nicht. Kann ich vom Brot was abschneiden? Das klappt doch nicht. Ja, ich muss ja irgendwie. Kann ich die Brandschutzdecke da reinschmeißen? Das ist nicht der richtige Weg. Den Rosenkranz. Das wäre keine so gute Idee. Den Stift aus dem Hotelzimmer, den wir seit Ewigkeiten mit uns Das rumschleppen. ist nicht der richtige Weg. Was soll ich denn da reinwerfen zum Geier? Bordkartenabschnitt. Warum sollte ich das wohl versuchen? Ja, was weiß ich denn? Hier, das Foto. Das klappt doch nicht. Die Büroklammer. Das wäre keine so gute Idee. Zwar. Das klappt doch nicht. Die Rutsche, mit der die Knetmaschine gefüllt wird, ist offen. Nein. Kann ich jetzt dran rumfummeln? Ich weiß es ja nicht. Schwester Serena ist beschäftigt. Kein Grund, an der Maschine herumzufummeln. Ich sollte auch die richtigen Tasten treffen, wenn ich mich gescheit bewegen will, habe ich gehört. Also, ich habe gehört, das sei hilfreich. Die Tür ist zu und lässt sich nicht öffnen. Sie ist zu schwer, um sie aufzustoßen. Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Moment, was? Auf der Seite steht Kommunionsbedarf für den Notfall, Hostien und Wein. Ein Notfallpäckchen? Seltsames Konzept. Wem gehen schon Hostien und Wein aus? Dio. Die Kiste ist mit Band festgeklebt. So kann ich sie nicht öffnen, ohne Lärm zu machen. Dann nimm dein Messer. Mit dem Messer geht es besser. Ich nehme das, danke sehr. Es ist eine Miniatur-Rotweinflasche mit Schraubverschluss. Sehr elegant. Ich habe den Wein, den ich brauche. Mehr ist nicht nötig. Den kippe ich da rein. Okay. Ich verstehe. Mach die ganzen Leute besoffen. Aber erstmal muss ich ihn aufkriegen. Es ist eine Miniatur-Rotweinflasche mit Schraubverschluss. Ah, Schraubverschluss. Ja, dann ist ja alles easy. So, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Es sei denn natürlich, Chartrist ist ein Schwächling, dann wäre nicht alles easy, aber ich gehe mal nicht davon aus.
Ich bin ein böser Prüfer vom Gesundheitsamt. Nun muss ich nur abwarten, bis alles gut durchgeknetet ist. Ja, dann mache ich aber wieder zu. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ich glaube, die mögen keine neuen Produktsorten. Vor allem keine mit Fingeraroma. Ja, ich hätte jetzt auch lieber wieder zugemacht, aber okay. Ich will, dass du hier runter gehst. Danke. Oh, es beginnt. So, Schwester Serena, die nächste Charge ist fertig. Sie wissen Perfektion doch zu schätzen, Signor Steiner. Oh ja, leider hat sie aber außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches Seltenheitswert. Oh, hat sie? Gesundheit. Gut. Hier also die nächste Charge klassischer Hostien. Oha. Oh je, das ist also die Farbe der Perfektion? Aber wie konnte das passieren? Zwei kleine Worte, Schwester. Schlampige Wartung. Aber die Maschine wird täglich gereinigt. Aber hier kommt Sauberkeit offenbar nicht gleich nach Gottesfurcht. Ich habe keine Wahl, ich muss diese Anlage schließen. Bitte, nein! Wir haben einen großen Auftrag. Schade, dass man es mir so schwer macht. Oh, Signor Steiner, können wir denn nichts dagegen tun? Die Worte tut mir leid, hört man in letzter Zeit viel zu selten. Finden Sie nicht auch? Tut mir leid? Oh ja, Signor Steiner, dieser Vorfall tut mir außerordentlich leid. Mehr Gefühl? Tut mir sehr. Sehr leid. Nun gut, wenn Sie das beheben, könnte ich den Vorfall vergessen. Aber es muss makellos sein. Natürlich. Machen Sie es sich bequem. Wir werden uns in die Sache reinknien. Ei. Ei, das ist ja... Ach, nee. Das geht doch nicht. Sagst du noch was dazu? Der Mischbottich für die Hostienproduktion. Du sagst nichts von deinem fiesen Plan? Hast du kein schlechtes Gewissen, George? Also ich hätte es ja jetzt an deiner Stelle. Ne? Die Tür zur Schwester Angelikas Büro. Offenbar misstraut sie den anderen Nonnen. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, danke. Ich wollte speichern. Einfach, dass wir es mal haben. Wenn die abgeschlossen ist, muss ich da auch nicht versuchen reinzukommen. Stattdessen versuche ich, hier reinzukommen. Und es funktioniert. Da kann man klettern, okay. Nur will ich das. Will ich klettern, wenn es hier auch eine Treppe gibt? Eine Treppe. Ein nagelbewehrtes Eisentor und dahinter ein Ziergarten. Mist, das Tor ist verschlossen. Drüber klettern ist auch keine gute Idee bei diesen Spitzen. Okay, ich will klettern. Ich verstehe schon. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt bis hier rüber hangeln und dann kann ich da hoch. Okay, ich verstehe schon, Leute. Wir kriegen das schon hin. George wird das Ding, für Kind schon schaukeln. Hoch den George. Okay. Oh nee, nicht schleichen.
Mist, im Garten wimmelt es vor Mönchen. Auch wenn sie mich nicht angreifen, können sie mich trotzdem schnappen. Ja, ich hasse Schleichmissionen. Kann ich bitte eine bessere Übersicht kriegen? Danke. Okay, ich gehe mal hier nicht lang. Wie ändert sich die Sicht, wenn ich hier entlang gehe? Hey, was machen Sie hier? Wache! Okay. Ja, keine Ahnung. Immerhin ist es kein Game Over. Ich kann hier bestimmt nicht einfach so rein. Ach, da hinten läuft einer hin und her. Das muss man mir doch sagen. Der geht dann zu dem Busch da. Und was macht er dann? Okay, er geht hier rüber. Nicht da rein. Er geht zu dem anderen Busch. Ja, von hier kann ich es ein bisschen beobachten. Okay. Die Tür, kann ich durch die durch? Moment. Ich klicke das jetzt mal an. Hey, was machen Sie hier? Wache! Okay. Das ist natürlich uncool. Und hier werde ich wahrscheinlich auch nicht einfach durchkommen, weil dann zieht der mich ja. Hey, was machen Sie hier? Wache! Aber da muss es doch irgendwo einen toten Winkel geben. Die Frage ist nur, wo? Oh, hier oben vielleicht. Oh. Vielleicht auch nicht. Da ist auch eine Tür. Einfach mal runterschlittern. Nee. Die Frage ist, ob ich mit den Tauben arbeiten muss. Abgeschlossen. Versuch zwecklos. Moment. Bringt mir das etwas, hier entlang zu gehen? Ja, nicht so, oder? Eine feine italienische Topfpflanze. Kann ich mit der was machen? Umhauen vielleicht? Keine Chance, mache ich nicht. Eine feine italienische Topfpflanze. Moment. Habe ich noch das Brot? Ja, dann kommen die Tauben und die lenken dann die Leute ab, oder? In dem Fall ist denn rechts da, oder? Nee? Was kann ich dafür, dass ich Pflanzen liebe? Weiß ich auch nicht. Probier's mal bei der anderen.
Also ich werde sicherlich auch nicht die hier andingsen können, weil da sieht mich doch vorher jemand, oder? Nee? Ja, vielleicht sieht jetzt einer der Mönche was. Ich weiß es nicht. Irgendwie müssen wir ja einen Mönch dazu bekommen, dass er da was checkt. Vielleicht der hier, wenn er umdreht. Das wäre super, weil dann könnte ich da hinten vorbei. Komm schon, meine Vogelfreunde. Kommt schon. Nee. Warum nicht? Da fehlt doch dann noch was. Kann ich hier, Moment. Kann ich hier Brot und Wein mäßig irgendwie? Das klappt doch nicht. Nee? Schade. Okay, ich verstehe es nicht, wie ich da langkommen soll, ehrlich gesagt. Verstehe es nicht. Da ist auch nichts, was ich lesen könnte oder so. Aber gut. Ich glaube, was hier diese Schleichmission angeht, werde ich mal schauen, wie man das genau machen soll. Also irgendwie müssen wir ja die Tauben scheinbar nutzen, um die abzulenken. Ich weiß nur noch nicht, wie das funktioniert. Also die sind jetzt da drauf und es bringt nichts. Also da werde ich an der Stelle wahrscheinlich nochmal eine Lösung schauen. Aber für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomets Fluch 4. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.